Symposium. Ja? Also, Art of the City ist ja ein Projekt, was sich irgendwie wirklich mit dieser, dieser städtebaulichen Entwicklung in Zürich West, aber auch in Zürich ganz grundsätzlich befasst. Und das geschieht einerseits mit diesen 43 Kunstprojekten, aber andererseits möchten wir natürlich das auch nochmal auf einer anderen Ebene sozusagen verdauen. Wir möchten auch nochmal so eine Gesprächsmöglichkeit, ein Gesprächsangebot zur Verfügung stellen in Form eines Symposiums, was wir zusammen mit der ETH Zürich organisieren. Das wird am 22. September stattfinden und mit einigen sehr namhaften Referenten und Diskussionsteilnehmern einerseits. Nämlich? Namen. Zum Beispiel Markus Miessen, ne, der ein Buch geschrieben hat, das momentan sehr viel und heiß diskutiert ist, das nämlich über den Fluch der Partizipation spricht. Das heißt also eigentlich im Grunde genommen das, was wir hier in der Schweiz als Basisdemokratie pflegen und kultivieren, eben als untauglich erklärt, wenn es darum geht, irgendwelche kulturellen Setzungen zu machen. Wir haben das beim Nagelhaus ja auch schon erlebt. Ja. Aber das wird hier sicher eine sehr kontroverse Diskussion geben, aber wir werden natürlich auch über viele andere Dinge reden können. Wir werden sicherlich auch darüber reden können, ob solche Großanlässe tauglich sind, um nochmal ein Reset in die Stadt hineinzubringen. Das heißt, ob wir nach einem Projekt wie Art the City die Stadt anders sehen. Ne? So, also wir wollen auch wirklich Resultatforschung betreiben. Und wir möchten natürlich auch irgendwie den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die hier an der Ausstellung teilnehmen, nochmals die Chance geben, teilweise ihre Forschungsresultate vorzustellen.